Guten Morgen. Hallo. Ja, wer ist denn da? Ich wollte mal ein Live machen heute und zwar ein paar Sachen euch vielleicht noch mit auf den Weg zu geben. Alles neu macht der Mai, bist du dabei? Alles neu, das bedeutet ja auch alles. Alles neu denken, alles neu sehen, alles neu fühlen, ja? Weil wir sind ja als Menschen, sind wir ja Denker, Fühler und Handler. Das ist eigentlich alles, was uns ausmacht, ja? Und dadurch steuern wir unser Leben. Wenn wir diese Aspekte, was wir denken, was wir fühlen und wie wir handeln, wenn wir diese drei Aspekte im Griff haben, dann sind wir eigentlich die Schöpfer unseres Lebens, ja? Wir entscheiden nämlich immer, was möchte ich denken, was möchte ich fühlen und wie möchte ich handeln. Und das können wir jeden Moment selber entscheiden. Und dieses Bewusstsein ist so, so wichtig, dass wir eben wissen, dass wir niemals, niemals ausgeliefert sind. Ja? Niemand kann uns zwingen, Dinge zu denken, die wir nicht denken wollen. Niemand kann uns zwingen, etwas zu fühlen, was wir nicht fühlen wollen. Und nichts und niemand kann uns zwingen, irgendetwas zu tun oder irgendetwas zu machen, was wir nicht machen wollen. Jetzt mache ich eine kleine Klammer auf. Ja, aber wenn jetzt bei uns das Gesetz und so weiter, das Gesetz kann mich ja zwingen. Theoretisch kann nicht das Gesetz zwingen, aber praktisch gibt es immer eine Lösung. Praktisch gibt es immer die Freiheit. Praktisch bist du immer Herr deines Lebens. Und das mal zu wissen und das mal zu verinnerlichen, ist in den heutigen Tagen so, so wichtig, ja? Vor allem, wenn wir anfangen noch mal mit dem Denken. Viel Manipulation. Hallo Nathalie. Viel Manipulation fängt ja dort an. Ja, was sollst du denken? Was soll ich denken? Was kann ich denken? Was ist richtig zu denken? Was ist richtig zu glauben? Wovon bin ich überzeugt? Was sind meine Richtlinien? Ja, was sind deine Richtlinien? Was denkst du selber? Und es fängt ganz, ganz tief an. Was denkst du selber über das Leben? Was denkst du selber über deine Existenz? Was denkst du selber darüber, warum du hier bist? Was denkst du selber darüber? Was ist die Wahrheit über jeden Menschen? Was ist die Wahrheit über die menschliche Existenz? Ja, das entscheidest du selber. Und das braucht ein bisschen Zeit, dass du in diese Wahrheit reinkommst, die du ja hast und die du weißt. Weil es wird dir ja Zeug vorgegeben, es wird dir ja Sachen gesagt, ja, es ist so, es ist so, es ist so. Unser Leben fängt damit an, dass uns gesagt wird, wie unser Leben funktioniert. Aber es ist jetzt an der Zeit, mal zu hinterfragen, funktioniert es denn wirklich so? Funktioniert es wirklich so, wie uns weiß gemacht worden ist? Ist es wirklich so, dass wir schauen müssen, dass wir in der Gesellschaft zum Beispiel jemand sind, ja, dass wir überhaupt eine Persönlichkeit sind, eine Persönlichkeit in der Arbeit, eine Persönlichkeit in der Gesellschaft. Ist es wirklich das, worauf es ankommt? Ist es unsere Meinung? Ist unsere Meinung tatsächlich wichtig? Ist es wichtig, was wir teilen? Ist es wichtig, was wir sagen? Ja, es ist wichtig. Aber es ist wichtig, dass keiner irgendetwas reproduziert, was er mal gesehen hat, was er mal gehört hat, ohne rückzufragen und zu sagen, ist es denn mit meiner Wahrheit, geht es denn mit meiner Wahrheit einher? Weil es ist so wichtig, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit kennt, dass er sich seiner eigenen Wahrheit bewusst ist. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp, deine eigene Wahrheit, die wird dir nicht widergespiegelt im Außen. Deine eigene Wahrheit wird nicht in dem generellen Narrativ dieser Welt widergespiegelt. Weil diese Wahrheit, von der ich spreche, das ist die göttliche Wahrheit, das ist die Wahrheit,
die über unserem fleischlichen Körper steht, die über unserer formalen, manifestierten Welt steht. Das ist die Wahrheit, dass die Wahrheit unserer Herkunft, die Wahrheit dieser Kraft, die unser Herz schlagen lässt. Und diese Kraft, ich habe mir jetzt angewöhnt, es göttliche Kraft zu nennen. Ich habe es mir angewöhnt, es göttliche Liebe zu nennen. Ich habe mir angewöhnt, wieder über diese wahre Göttlichkeit zu sprechen, die uns erschaffen hat. Damit ich selber, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ich selber sehe, damit ich selber nicht irgendwie in einen Quantenraum eintreten muss oder in irgendetwas Abstraktes oder... Weil für mich ist es wichtig, eine Beziehung zu bekommen. Und zwar eine Beziehung zu mir selber. Und dazu brauche ich eine Beziehung zu meiner Herkunft. Ja, ich brauche eine Herkunft. Und für mich persönlich ist nicht die Herkunft meine Familien- und Ahnenlinie, sondern meine wahre Herkunft, meine energetische, spirituelle, meine geistige Herkunft. Die ist auf einer Ebene, die sich nach Liebe anfühlt. Ja, deswegen heißt es ja auch, ja, wir sind alle Liebe, du bist Liebe. Aber wie viele Menschen leben schon diese Liebe? Weil es eben da einen Unterschied gibt. Und diesen Unterschied gilt es tatsächlich zu erkennen. Es gilt zu erkennen, dass diese fleischliche Herkunft, diese Herkunft deines Menschenwesens aus Haut und Knochen nicht die gleiche ist wie deine spirituelle Herkunft, deine Herkunft als Geisteswesen, als energetisches, unendliches, liebendes Wesen. Das sind quasi zwei Herkünfte. Das ist eine spirituelle Herkunft und es ist eine formelle Herkunft, sage ich mal. Und diese zwei Perspektiven, die haben wir alle in uns. Es ist einerseits wirklich diese starke, dominante Perspektive, die uns erklärt, dass hier Materie herrscht und dass wir in einer materiellen Welt uns zurechtfinden müssen. Und es gibt die andere Perspektive, das ist für mich die Perspektive der Wahrheit, die Perspektive der Liebe, die göttliche Perspektive oder die Perspektive der Unendlichkeit der Seele. Und diese Perspektive kennenzulernen, da dürfen wir uns Zeit nehmen, denn in unserer schnellen Welt, in unserer Angst, orientierten Welt, die uns an den Kragen gehen will, die unserem Leib an den Kragen gehen will und übrigens auch unserer Seele an den Kragen gehen will, weil sie von falschen Vorstellungen, von falschen Paradigmen immer noch dominiert wird. Aber das heißt nicht, dass wir diesen Paradigmen folgen müssen und dass wir auch danach leben müssen, sondern wir können in die Wahrheit gehen. Und wenn wir erkennen, was die Wahrheit ist und dass eigentlich die Schöpfung aus der Wahrheit entsteht, aus unserem wahren Sein, welches tatsächlich nur geistig ist, nur spirituell ist. Ja, wenn ich mal mit Dr. Joe Dispenza spreche, in seinen Meditationen wirst du in einen Raum geführt, in ein Feld. Und dieses Feld hat keine Zeit und es hat eben auch keine materiellen Dinge, es hat keine Objekte, sondern es ist rein geistig. Und genau dieses rein Geistige ist das Göttliche. Und wenn ich es mit Göttlichkeit definiere, dann kriege ich davon eine bessere Vorstellung. Weil Göttlichkeit ist Reinheit, Göttlichkeit ist pure Liebe, Göttlichkeit ist Freundlichkeit, Herzoffenheit, Göttlichkeit ist Hingabe, Göttlichkeit ist absolute Perfektion. Und wenn du weißt, dass dieser Raum, dieses Gefühl deine Herkunft ist, wenn du mehr und mehr dich darauf einlässt und sagst, was weiß das Göttliche, das wahr ist über mich?
Je mehr und mehr du da reingehst, desto mehr und mehr wird dieser ganze menschliche, fehlerhafte, kaputt zu machende oder kaputt gehen könnende Aspekt von dir transformiert. Und wenn du diesen Aspekt transformierst und dich mehr und mehr als dieses geistige, herzoffene, liebende Wesen wahrnimmst, dann weißt du auch, dass eigentlich nichts kaputt sein kann und dass eigentlich eben auch nichts krank sein kann. Dass eigentlich nichts verkehrt sein kann an dir. Und je tiefer und tiefer du in dieses Wissen reingehst und aus diesem Wissen heraus selber lebst und dich reflektierst, desto mehr kommst du in die Heilung und eben auch in die körperliche Heilung. Weil es ist eine logische Konsequenz deines Seinszustands, ist dein materieller Zustand, also dein körperlicher Zustand. Und diese Hürde gilt es zu übergehen, diese zu überwinden, wenn du etwas Körperliches heilen möchtest. Wenn du sagst, ja, ich möchte alles neu haben, ich möchte alles neu an mir haben, dann musst du ganz klar in diesen wissentlichen Seinszustand eingehen, in diesen göttlichen Seinszustand deiner selbst. Hallo Angelika, indem du weißt, diese göttliche, heile, perfekte Version deiner selbst, das Göttliche sieht keinen Fehler in dir, also ist da auch kein Fehler von deiner fleischlichen, von deiner Verstandesperson her zu suchen. Ja, und das ist krass, ja, das ist wirklich krass, dass du überschreibst, was du im Außen gerade siehst, was du gerade fühlst in deinem Körper, wenn es ein Schmerz ist, wenn es eine Einschränkung ist, dass du es permanent mit dem besseren göttlichen Wissen der bedingungslosen Liebe überschreibst und sagst, wenn ich ein göttliches Wesen bin, dann ist die logische Konsequenz, dass mein Körper in Ordnung ist. Hallo Andrea. Ja, und das ist die Kunst, dass du das Außen und auch das, vor allem, was du in deinem Körper gerade wahrnimmst, aus der Perspektive der göttlichen Perfektion überschreibst und neu definierst. Dein fleischliches Wesen hat zum Beispiel gelernt, dass wenn du Schmerz hast, dass da irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Aber dein göttliches Wesen, deine göttliche Wahrheit weiß, dass Schmerz eine Lüge ist, dass Schmerz keinen Platz in deinem Körper hat, dass Einschränkung für ein göttliches Wesen nicht existent ist. Und wenn du diese Lüge des Schmerzes zum Beispiel permanent überschreibst mit der Wahrheit, die du weißt, aus deiner Göttlichkeit heraus, aus deinem göttlichen Denken, aus deinem göttlichen Fühlen und aus deinem göttlichen Handeln heraus, immer wieder korrigierst, auf Basis der liebenden, göttlichen, perfekten Wahrheit. Wenn du das immer wieder tust und dich nicht davon abbringen lässt, dann heilst dein Körper, dann heilt dein Verstand, dann heilt dein Herz schneller, als du denken kannst. Aber das braucht halt Übung. Und es braucht einfach auch diese klare, tiefe Verankerung in deiner göttlichen Wahrheit, dass du einfach weißt, ich als göttliches Wesen habe keinen Fehler. Ich als göttliches Wesen bin nicht verletzt worden. Mein Herz ist nie verletzt worden. Ich bin als göttliches Wesen niemals enttäuscht worden. Weil die Liebe ist das, was ich bin. Die Liebe ist das, was ich kenne. Und alles, was nicht Liebe ist, ist nicht Wahrheit. Das ist ein krasser Ansatz, aber es ist für mich diese einzige Möglichkeit, alles neu zu machen, dich selbst zu erneuern, dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln zu erneuern und zwar nicht für irgendetwas, was du dir vorstellst, was du dir wirklich denkst, ja, das wäre nett, wenn ich das wäre, sondern dass du immer tiefer in dich reinfrägst und sagst, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich wirklich? Was
wie wirke ich denn wirklich aus meinem wahren tiefsten Sein heraus, aus meiner tiefsten Liebe heraus? Wie will ich denn wirklich wirken? Will ich wirken als Liebesgeber und als Liebesempfänger? Will ich wirken als jemand, der die Perfektion und die Schönheit in allem Leben auf dieser Welt sieht? Oder will ich wie jemand wirken, der hier Mainstream runtergaloppiert und irgendwelche Sachen reproduziert, die alles andere wie schön und lieb und liebevoll sind, sondern angsteinflößend? Ja, sich das immer wieder zu fragen, und das ist so eine Übung. Und wenn du diese Übung machst, wirst du mehr und mehr mit deiner göttlichen Wahrheit verbunden und du kriegst diese Antworten und du kannst eben aus diesem wahren Seinszustand heraus, denkst du total anders, du siehst total anders die Welt, du fühlst anders, du interpretierst deine Gefühle anders, weil du jedes Mal fragst, oh, Schmerz, Einschränkung, Verletzung, wie würde die göttliche Wahrheit das sehen? Ja, und das ist Übungssache und es lohnt sich so fest, es zu üben, weil du heilst dein Herz. Gerade dieses Herz, unser Herz braucht so viel Heilung, weil wir so, so verletzt worden sind. Wir sind so verletzt worden von Überzeugungen oder von Überzeugungsträgern, alias Menschen, die meinten, etwas ist nicht in Ordnung, etwas muss in Ordnung gebracht werden, etwas muss manipuliert oder kontrolliert werden, damit es gut sein kann. Weil diese Vorstellung, die vorherrschende Vorstellung, dass es per se nicht in Ordnung ist, die ist so dominant, dass wir per se nicht in Ordnung sind, dass wenn man so ist oder so ist oder so ist oder so ist, was auch immer bewertet wird, dass es bedeutet, dass man nicht in Ordnung ist oder dass der andere nicht in Ordnung ist. Wir geben immer so viele Ratschläge und sagen, ja, du musst so machen, dann ist es besser. Aber diese Perspektive anzunehmen und den anderen anzuschauen und zu sagen, ich sehe diese göttliche Perfektion in dir. Ich weiß, was das Göttliche in dir ist und dass es in dir ist. Du musst nichts verändern. Ich brauche dir keinen Ratschlag geben. Ich muss dich nur daran erinnern, wie großartig du bist. Ich muss dich nur daran erinnern, wie liebenswert du bist. Ich muss dich nur daran erinnern, dass du da bist, um Liebe zu geben und Liebe weiterzugeben. Wie wäre es, wenn wir uns so anschauen würden gegenseitig? So helfen wir uns, so halten wir uns fest und so erinnern wir uns an diese göttliche Wahrheit. Und das ist das, wofür ich gehe. Das ist das, was ich nie gehabt habe. Das ist das, was ich mir beibringen musste. Das ist das, welche Wahrheit ich erkennen musste. Diese Blendung, die mir von meiner Familie mitgegeben wurde, wie ich aufgezogen worden bin, da wurde immer nur kritisiert, da wurde immer nur geguckt, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Meistens nicht mal irgendwo ein Vorschlag gegeben, wie es besser sein wollte, sondern es wird, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist so dominant in unserer Gesellschaft immer noch. Und jeder einzelne Mensch, der das kapiert und sieht, was für ein Lügenkonstrukt wir in unserer Gesellschaft über unser eigenes Sein und über unser Wesen als göttliches, perfektes, liebendes Wesen hier noch vorherrscht. Wir können das ändern. Wir müssen das ja alles nicht mehr glauben. Und deswegen machen die Anja und ich auch jetzt jeden Monat unsere Ausbildungen zum Coach für göttliche Energie, weil wenn du das mal gelernt hast, wenn du dich mal umgeswitcht hast, wenn du mal wirklich mit anderen daran gearbeitet hast, was ist die göttliche Wahrheit und in diese Energie eingetreten bist und diese Energie weitergeben kannst an Freunde, Bekannte, Familie, Klienten, dann arbeitest du aus einem neuen Paradigma heraus und erlaubst und ermöglichst deiner Welt, deinem Umfeld, deinem Paradies, das auch für sich zu leben. Und es braucht Menschen, die vorausgehen. Und
Es braucht einfach die Tatsache zu wissen, dass Göttliches gut ist. Es braucht die Tatsache zu wissen, dass Göttliches nicht mit Kirche oder Religion zu tun hat. Es braucht die Tatsache zu wissen, was es heißt, als göttliches Lebewesen hier auf diesem Planet unterwegs zu sein, wie sich das anfühlt. Es braucht zu lernen, wie das Göttliche denkt, wie das Göttliche sieht. Das müssen wir lernen. Wir haben das nicht beigebracht gekriegt. Wir sagen zweimal, ja, ich bin Liebe. Ja, super, ich bin Liebe. Aber dann mehr, tiefer. Was bedeutet das, wenn du Liebe bist? Was bedeutet das für dich, wenn du Liebe bist? Was bedeutet das im täglichen Denken? Was bedeutet das für dich im täglichen Fühlen? Was bedeutet das für dich im täglichen Handeln, wenn du Liebe bist? Ja? Diese tiefgreifenden Gedanken dir zu machen, die zu verankern, die anzuwenden und auszusenden aus deinem wahren Sein, aus deinem Innersten, nenn es aus deiner Seele, nenn es aus deinem höheren Selbst, aus deiner Wahrheit. Ich sage am liebsten aus deiner Wahrheit heraus, wir sind so belogen worden. Was bedeutet das, ja? Dass das nicht einfach so schnipp, ja, okay, ich bin ein göttliches Wesen. Weil du bist so lange als nicht göttliches Wesen durch die Gegend gelaufen und du bist programmiert auf dieses Denken, auf dieses Fühlen, auf dieses Handeln, auf die Interpretation aus der Mainstream-Sicht. Aber jetzt zu wissen und sich umzuprogrammieren, wie bin ich denn, wie interpretiere ich mich und das Leben aus der Sicht des Göttlichen, das ist nicht einfach so schnippi schnippi schnell mal gemacht, sondern es braucht Übung wie bei allem und es braucht diese Klarheit und es braucht einfach zu wissen, wow, was habe ich Falsches geglaubt, welchen Paradigmen bin ich aufgesessen über mich, geglaubt, dass ich falsch bin, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich mich vielleicht verstecken muss, dass meine Meinung nicht zählt. All das ist noch so dominant und ich weiß, dass viele von euch hier sind, die hier zuschauen, die sich einfach immer noch zurückhalten mit ihrer Wahrheit, weil sie Angst haben, dass sie vom Mainstream, Familie, Bekannten, was auch immer da draußen, irgendwie als doof anerkannt werden oder abgestempelt werden oder als verrückt oder als wahnsinnig. Aber glaube mir, wenn du das ganz tief für dich verinnerlicht hast, wenn das deine Wahrheit für dich stärker schwingt als die Lügen, die du in deiner Vergangenheit gehört hast, wenn das für dich so, so stark schwingt, weil du weißt, du spürst mit jeder Faser deines Körpers, dass die Wahrheit diese Liebe ist, diese unendliche Liebe, die für alle Wesen hier da ist, sei es Tiere, sei es Pflanzen, sei es Menschen natürlich. Wenn du das weißt, wenn du das so tief weißt, dann kannst du dich nicht mehr mit anderen über Lügengeschichten unterhalten. Dann willst du einfach nur deine Wahrheit leben. Du willst nicht missionieren gehen, du willst dich auch nicht streiten gehen, du willst auch nicht dominieren gehen mit deinem Wissen, sondern du willst es einfach nur postulieren. Und du willst einfach nur kundtun, wie die Wahrheit der Liebe für dich aussieht, was es für dich bedeutet, wie du dadurch denkst, wie du dadurch fühlst über dich und andere und was für Handlungen du vornimmst. Und das sind diese tiefen Handlungen aus deiner innersten Wahrheit heraus, die dich antreiben. Und diese Angst, dass du nicht Mainstream bist, dass du nicht draußen irgendwo anerkannt wirst, die hält dich zurück. Aber jetzt stell dir einfach nur mal vor, diese Wahrheit, die du ganz tief in dir drin fühlst, die wird Mainstream. Und die wird Mainstream werden. Und immer mehr Menschen können nicht mehr in diesem Lügenkonstrukt unseres Systems, unserer Gesellschaft funktionieren, weil sie genau tief spüren, das stimmt alles nicht. So ist es nicht, so war es nicht. Seit hunderten Jahren war es nicht so. Und ich weiß, dass diejenigen, die dieses Video jetzt hören oder die mir jetzt zuhören, dass die das spüren. Und hier geht es nur darum, aus tiefster Überzeugung, aus tiefster Hingabe für die Liebe, für das Göttliche, einfach so zu wirken. Und alle anderen Glaubenssätze, Überzeugungen, Geschichten loszulassen. Deswegen heißt dieses Video auch, alles neu macht der Mai. Und es braucht keine große Zeit.
Es braucht nur eine Überzeugung jetzt, weil du hast eh nur jetzt, du hast nur den gegenwärtigen Moment und diesen gegenwärtigen Moment reproduzierst du. Und du kannst ihn so reproduzieren, wie du es möchtest. Du bist der Chef, du bist die Königin, der König in deinem Leben, in deinem Königreich. Und du entscheidest, wie dein Königreich ist, wie man in deinem Königreich spricht, wie man in deinem Königreich miteinander umgeht, wie man in deinem Königreich sich gegenseitig aufhebt, erhebt in die Wahrheit. Du entscheidest das und wenn das sonst niemand außer dir rummacht, hallo Ulrike, dann machst du das. Ja, wenn du später dazugekommen bist, kannst du ja noch die Aufzeichnung anhören. Hat mich mal wieder das Göttliche in ganz interessante Sphären geschickt. Ich bin immer selber super gespannt, was jetzt da durch mich hier rauskommen soll, was für eine Nachricht, in welchen Worten diese Nachricht geliefert werden soll. Mein Verstand, wenn ich diese Videos mache, ist immer komplett ausgeschaltet. Ich habe eine Intention, mit der ich in so ein Video reingehe und dann fahre ich durch dieses Video durch und bin nachher immer selber ganz überrascht, was da jetzt rauskommen durfte. Und das ist eben dieses Göttliche, dieses Schöne, wenn du dich mal drauf einlässt und keine Angst hast und sagst, wow, ich bin mal gespannt, was ich hier an Wahrheit, wie ich das rausgeben darf. Das ist mega cool. Wenn du dich auch nicht traust, das in der Öffentlichkeit zu machen, mach es für dich. Nimm ein Video daher, schau dich an und spreche mit deinem Göttlichen und schaue, was es zu sagen hat. Das ist so, so spannend. Und nimm diese Beziehung auf. Das ist die heilendste Beziehung. Das heilt dein Leben, das heilt dein Körper, das heilt dein Herz, das heilt deine Erinnerung. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Deswegen begleite ich ja auch die Menschen dabei und deswegen machen wir die Ausbildung. Für mich ist diese Ausbildung zum Coach für göttliche Energie wirklich der Kern von meinem ganzen Coaching. Drumherum baue ich alles auf, weil wenn du diesen Seinszustand dich mal als Coach für Göttliches, ja, du darfst Göttliches coachen, du darfst die göttliche Wahrheit coachen, du brauchst nicht die Ausbildung bei mir, das sage ich überhaupt nicht, sondern die Ausbildung bei mir gibt dir vielleicht noch die Sicherheit an Perspektiven, die du jetzt noch nicht hast, aber jeder darf Coach für göttliche Energie sein, jeder sollte das tun, jeder sollte aus der Göttlichkeit, aus dem göttlichen Wissen heraus, aus der göttlichen Liebesenergie heraus coachen. Selbst wenn du nicht offiziell dich Coach nennst, du bist doch Coach für dein Umfeld. Du bist doch Coach für die Leute, die mit dir in Kontakt kommen. Du bist Coach sogar in dem Moment, wo du in den Supermarkt gehst und deine Rechnung bezahlst an der Kasse, bist du kurz mal Coach für diese Frau. Du bist ein Beispiel. Das ist so schön, sich das mal so groß zu erkennen und zu sagen, ja, ich bin wichtig, weil ich bin echt Coach. Ich bin jeden Moment, wenn ich in Interaktion bin, Coach, mehr oder weniger. Was will ich denn coachen? Was will ich denn als Vorbild sein, ja? Wenn du Coach als so siehst, als Mentor. Ich bin ein Mentor der göttlichen Liebe. Ich bin ein Mentor des wahren Seins, ja? Weil jeder von uns ist ein Mentor. Auch wenn du nicht mal Kinder hast, also so für Kinder bist du sowieso ein Mentor, aber du bist Mentor, du bist wichtig. Und das hat einem niemand gesagt, mir hat es auch niemand gesagt, dass ich wichtig bin. Ich habe gemeint, ich bin das unwichtigste Wesen auf dieser Welt, ich zähle überhaupt nichts, gemäß meiner Herkunftsfamilie. Bis ich eben erfahren habe durch das Göttliche, dass ich wichtig bin, aber dass jeder von uns wichtig ist, dass du wichtig bist und dass du es nicht machen darfst, dass du dich als unwichtig irgendwo versteckst und meinst, du seist einfach nur Arbeiter oder Geldverdiener, Steuerzahler. No. Du bist ein wichtiges, göttliches Wesen, um die Göttlichkeit hier auf Erden dominant zu machen. Und das ist meine Message. Jeder ist dafür hier. Jeder ist das in Wahrheit. Jeder darf jetzt in diesem Zeitraumkontinuum die Wahrheit für sich zeigen und leben. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch geholfen.
Wenn ihr an mehr interessiert seid für die Ausbildung, sie fängt am 17. Mai wieder an mit der Anja. Schaut auch bei der Anja vorbei, Schönheit von innen und außen. Sie strahlt es auch außen noch so wunderbar aus. Wenn ihr sonst Fragen habt, ich habe wieder einen 1:1 Coaching-Platz frei und es wird auch am 1. Juni starte ich ein neues Mastermind, ein großes Mastermind, wo ich den Leuten auch einerseits dieses spirituelle Mindset-Wissen helfe zu vertiefen. Ich sage nicht mal beibringen, weil du weißt eh alles selber, ja. Es rausholen aus den Tiefen deiner Seele, deine Wahrheit rauszuholen und dann eben daraus zu handeln. Weil wir trauen es uns einfach nicht. Wir können alles. Das Problem ist nur, wir trauen es uns nicht. Wir brauchen Erlaubnisgeber. Wir brauchen irgendwo Sicherheit, dass es gut und richtig ist, was aus der tiefsten Wahrheit, unserer tiefsten Wahrheit rauskommt. Und das ist das Einzige, was uns immer noch zurückhält. Wenn du in dich reinfriegst und sagst, was stoppt mich? Dann ist es meistens das, diese Angst, nicht gut genug zu sein. Und das ist eine der größten Lügen der Menschheit, dass irgendjemand nicht gut genug sein könnte. Das ist der größte Bullshit. Wir sind alle wunderbar, ihr seid wunderbar und lasst euch treiben von dieser göttlichen Liebe und ihr könnt keinen Fehler machen. Also, einen wunderbaren Tag. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.